Moin, bevor das Video losgeht, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich bin ab jetzt auch auf Twitch zu erreichen. Der Link ist in der Videobeschreibung und ich würde mich freuen, wenn ihr mir folgt. Bis dahin, ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks Replays. Heute mal hier im Leo, gefahren von Joma aus meinem Clan PBSH, zusammen mit dem Düsseldorfer, der hier den KV-13 fährt. Beide dürften euch Zuschauern keine Unbekannten sein, denn ich habe etliche Videos auf dem Kanal, wo ich Runden mit den beiden drehe. Das Ganze findet hier statt auf Klippe und er ist hier Low-Tier in seinem 7er Schweden-Leo. Mal gucken, wo er hier lang fährt. Oh, der Düsseldorfer macht da Kunststücke, wie ich sehe, in seinem KV-13. Der Junge fährt hier ziemlich stark nach vorne. Das kennt man sonst nicht so von ihm. Und ja, er versucht hier rumzukommen. Macht den Panther auf, kassiert dabei nichts. Mal gucken, welche Position er anfährt. Wahrscheinlich hier oben auf dem Hügel, vermute ich mal. Da gibt es nämlich eine sehr schöne Position, von der man gut scouten kann und auch snipen kann und gleichzeitig ein wenig Deckung hat. Und natürlich Büsche. Dieser Stein hier, die Stelle könnt ihr euch wirklich merken. Die ist nicht schlecht. Mal gucken, wie er von hier aus wirken kann. Ja, da auf den RV kommt er. Kann er auch schon den ersten Schaden anbringen. Och, ich glaube nicht, dass du da aufgehst. So, da. Ich würde jetzt auf den Comet gehen. Er bleibt auf dem FV. Der Schuss ging allerdings daneben. Na, er muss ein bisschen gucken. Die haben da ja auch Felsen und Deckung. Deswegen ist immer mal wieder einer zu sehen und in Deckung und mal nicht. So, jetzt hat er aber wieder den FV. Diesmal hat er wieder getroffen. Und auch zwei kritische Treffer damit verursacht. Der Düsseldorfer ist schon ausgeschieden. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Der hat wahrscheinlich auch versucht rumzufahren. Muss ich mir das Replay selber nachher nochmal angucken. Und zurückspulen quasi. So, warum der jetzt nicht getroffen hat, wer weiß, ne? Knapp drüber geflogen oder so. Nicht mal gebounced. So, jetzt aber. Jawohl, 321 hat er hier gemacht. Gucken, wann die checken, dass sie von hier aus beschossen werden. Oder wie lange er das Spielchen hier treiben kann. Ah, da war wieder was zu sehen vom WZ. Er hat so viele Ziele, also potenzielle Ziele, dass er sich gar nicht entscheiden kann, worauf er hier schießen soll. Er scheint hier mit Optiken zu fahren, so sieht das zumindest aus. Gar keine schlechte Idee, wenn es denn so ist. Das ist natürlich so ein bisschen tricky hier. Durch den Busch sieht er auch nicht, ob oder was für Hindernisse die da haben. Ja, hat er jetzt auch gemerkt. Natürlich geht er damit das Risiko, eher ein offen zu sein hier. Ah, sehr schöner Schuss. Jetzt zieht er sich auch gleich zurück, aus Angst aufgegangen zu sein. Sollte er aber eigentlich nicht. Ich glaube, der Einzige, der ihn hier adäquat aufmachen kann, wäre der T-71. Aber wer weiß. So, Emil 1. Er kann hier wirklich sehr schön austeilen. Und bleibt dabei vollkommen unentdeckt. Trotzdem sollten die da so langsam checken, auf welcher Position hier der böse Sniperer sich befindet. Der Comet ist auch nicht zu penetrieren da. Aber der FV, der bietet sich immer wieder an. Der Schuss schien ihm wahrscheinlich zu riskant gerade. Wollte er noch ein bisschen mehr sehen. Jetzt hat er wieder eine schöne Chance. Leider ist daraus nichts geworden.
Er könnte jetzt auch hier hochfahren und versuchen, drüben auf irgendwelche Jagdpanzer zu schießen. Allerdings können die dann auch auf ihn schießen. Und die würden ihn wahrscheinlich ziemlich doll Aua machen. So. Wäre natürlich schön, wenn er mal auf den T-71 käme. Jetzt hat er aber erstmal wieder den FV hier und kann ihn rausnehmen. Sehr schön. Sein erster Kill. Ihr seht, diese Position ist wirklich gut, wenn man einen Panzer hat, der auch ein bisschen einen auf Tarnung hat und hier in Deckung bleiben kann. So, er kann dem Type da nicht wirklich was reinbrezeln, da der Rückendeckung hat. Wenn er hier rumfährt und dann aufgeht, schießen die TDs auf ihn. Das ist natürlich nicht so gut. Er könnte runterfahren und versuchen, aus der Deckung zu schießen. Sieht auch so aus, als wenn er das macht. Da oben ist sowieso nur noch der T-71, der ihm bisher auch nicht kein Schussfeld geboten hat. Deswegen kassiert jetzt der Typ viel schwer. Ah, so weit brauchst du dich jetzt gar nicht zurückziehen. Bleib doch da. Oh, jetzt hat er vom Udes kassiert. Da will er sich gleich mal revanchieren. Der lädt allerdings auch relativ schnell nach, der Udes. Deswegen war das jetzt ein Schuss aus der Hüfte quasi. Auf gut Glück. Ah, jetzt verlagert der gute Joma sich mal. Auf der rechten Seite sieht es nicht gut aus. Es sieht sowieso eigentlich nicht gut aus. 6 zu 9 steht es. Jetzt lässt er den VK da ein bisschen alleine. Der auch nicht wirklich, der hat nur die Arti quasi als Rückendeckung, aber der hat auch schweres Gerät vor sich. Er will jetzt lieber dem T-32 helfen. Jetzt kann er hier auf dem KV-3. Lange eingeaimt, aber der Schuss ging leider in den Boden. Das ist sehr ärgerlich. Er versucht es aber nochmal. Da kommt er rum. Sehr schön. Der hat gesessen. Mittlerweile hat er hier auf APCR umgeladen. Nicht genau mitgekriegt, ab wann das der Fall war. Auf jeden Fall ist es jetzt so. So, der Emil ist auch raus. Jetzt dreht er gleich wieder um. Der Typ 4 schwer hat das seitliche gesegnet, allerdings auch der eigene Panzer, der da noch stand. Der T-32. Nicht der T-32. Was stand denn da eben? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, der VK war das ja, genau. So, jetzt guckt er mal nach dem T-28, ob der noch zu sehen ist. Sieht nicht so aus. Der macht ihn aber auch nicht auf. Also wird er da auch nicht irgendwo in Deckung stehen oder so. Da ist der T-28. Jetzt kann er quasi von der anderen Seite snipen. Oh, aber der Ulis hat ihn auch entdeckt. Von dem darf er jetzt nicht kassieren. Dann wird es gefährlich. Jetzt wartet er hier, bis er zugeht. So, der Ulis ist gestunt. Dadurch kann er schlecht treffen jetzt. Und der, guckt euch den Udes an, ne? Der ist immer noch irgendwo da, aber einfach nicht zu sehen. Jetzt hat er ihn aber schön seitlich. Schön einzielen. Muss sich zurückziehen. Der kann nämlich auch gut spotten. Da ist der Junge auf. Aber der Udes dreht sich nicht in seine Richtung. Er ist auch gekettet. Deswegen kann er jetzt hier schön drauf schießen. Mit etwas Glück kann er ihn auch gleich rausnehmen. Aber er macht ihn einfach nicht nochmal auf. Also von sich aus nicht zu machen. Da muss der Ude schon schießen. Ich würde ja nochmal. Ach, da ist er schon. Meine Güte, wie ist der denn da jetzt so schnell gekommen? Nicht schlecht. Hat ihm aber auch nichts gebracht. Joma hat ihn rausgenommen. Sein dritter Kill. Da ist die Arti eingeschlagen. Jomas bester Freund. Die zweite Arti. Aber die Rache kommt wahrscheinlich jetzt auf dem Fuße. Wir sind bei über 3000 Damage. Auf T7 keine schlechte Leistung. Oh, da ist der Panther.
One-Shot. Wenn der raus ist, sollte das Gefecht gewonnen sein. Denn dann braucht der T-32 und Yoma hier nur noch spotten. Den Rest können die Artis erledigen. Und was dann noch übrig bleibt, können sie abfahren. So, der Junge ist Geschichte. Auf Wiedersehen. Jetzt nochmal kurz warten, bis man zugegangen ist. So, beide Artis stehen da vorne und sind jetzt Futter für den... Na, für den wollte ich sagen, für den T-32 und den GW Tiger P. Also für die Arti. Ja, sehr schöne Runde. Wir gucken uns mal die Auswertung an. So, da sind wir bei der Auswertung. Wir sehen, er hat den Panzer hier gemeistert, hat den Schläger gekriegt, den Kämpfer, das Wirkungsfeuer, die Medaille. Großkaliber hat er bekommen. Er hat hier 3539 Damage gemacht, 4 Kills, eine Erfahrung von 1276. Wir gucken nochmal kurz beim Frank, der hat hier 793 Damage gemacht, eine Erfahrung von 565. Wie gesagt, guck nochmal nach, wann er rausgegangen ist, ich habe es nicht genau mitgekriegt. 19 Mal hat er hier geschossen, 13 Mal getroffen und auch 13 Mal durchschlagen. Natürlich auch mit APCR, aber mein Gott, was soll's. Dafür ist APCR da. Er hat hier auf über 300 Metern 2064 gemacht. Das bedeutet, er hat sehr viel gesnipert. Dafür war diese Position da oben aber auch Gold wert. Und dann hat er hier noch 596 assistiert. Ja, gebounced hat er nichts, aber so viele Schüsse wurden auf ihn auch nicht abgegeben. Und er hat hier mit seinem Premium-Konto 51.011 Credits eingenommen und davon durfte er 7.911 mit nach Hause nehmen. Der Rest ist für Gold und Reparaturen aufgegangen, beziehungsweise für Munition und Reparaturen. Ja, wunderbar. Schöne Runde. 4 Kills, 3500 Damage, schreibt er hier. Es waren sogar 3539. Ja, sehr vielen Dank für das Replay und ich hoffe, das Zuschauen hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.